Es geht los! Yes, baby! Hello, guys! Hello, what's up, what's up? Hey, welcome, welcome! Endlich, Junge! Yes. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist soweit, das Finale beginnt. Kali und Yasin sind am Start. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Danke, dass wir da sein dürfen, mein Bruder. Machen wir so. Ich küsse euer Herz. Wallah, ich sehe hier miese Kombination. Du auf ganz Deck. Der Bruder auf ganz bunt, Bruder. Auf ganz, rot, ganz lila ganz und schwarz. Ich kann mich nicht entscheiden, ne? Das ist der Drip. Auf jede einzelne Farbe muss rein, ne? Es geht los, Jungs. Episode 1 vom Finale. Ich bin sehr aufgeregt. Wir haben alle sehr lange auf diesen Moment gewartet. Es wird geisteskrank. Wir haben den Leuten viel versprochen. Oh. Wie? Ey, Jungs. Wie gespannt seid ihr? Das ist das. Wallah, was erwartet ihr? Sehr gespannt. Guck mal, du warst bei Icon 3 und 4. Ja. Du warst nur bei Icon 4. Denkt ihr, die Icon 5 Villa-Folge wird gut? Bruder, also ich sag dir ehrlich, nachdem wir da alle so waren, ist die Messlatte auf jeden Fall eigentlich natürlich hoch angesetzt, weil man muss sich auch steigern, ja. Normal, man muss sich auch steigern, mein Bruder. Weißt du, was ich meine? Bruder, guck mal. Aber schön gespannt. Das ist wie ein Film, den ich schon geguckt habe. Ich wünschte, ich hätte ihn noch nicht geguckt. Und naja, das ist das. Jetzt kommen halt so wieder Erinnerungen hoch. Ja. Aber Bruder, ich habe die Folge schon gesehen. Bruder, das ist behindert. Das ist Next Level. Ja. Keiner wird da rankommen. Und das, was ihr da sowieso gemacht habt, musikalisch, das wird einzigartig bleiben. Ich schwöre, genießt das einfach. Also mit dem Finale zeigen wir auf jeden Fall wieder, dass wir die unangefochtene Nummer 1 in Deutschland sind mit der Rap-Show. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Uns das an. Let's go. Yalla. Da. Ah. Check. Kann man lauter machen? Ja. Ah. Bado. Kommt dieser Beat, wird geklatscht. Die Icon 5 limitierte Contestbox. Jetzt vorbestellt. Icon 5 Albumbox mit allen Songs, die bei Icon entstanden sind. Von Bewerbung bis zum Finale werdet ihr eine Albumbox bekommen mit verschiedensten Künstlern, verschiedensten Songs und absolut geisteskranke Hits. Und verschiedene Boxen. Also. Ja, ihr kriegt Künstlerrabatt. Ja. Ihr kriegt Künstlerrabatt. Ja, natürlich. Und verschiedene Boxen. Ich korrekt. Für die Achis, die Leute, die müssen noch tief in die Taschen greifen, oder? Man muss doch hier entgegenkommen. Aber ey, man muss sagen, das wird eine Albumbox, wie es sie noch nie in Deutschland gab. Eine Box mit den verschiedensten Artists, ne? Sonst hast du immer einen Künstler halt drauf oder halt mit Features, ja, aber krass, nur verschiedene Künstler, verschiedene Songs plus noch, es wird einen Bonus geben. Der Bonus. Ich bin so. Einfach nur das die Antwort. Geil. Ey, Live-Event auch am 17. Ja, Mann. Geil. Bei dem Live-Event wird ähnlich wie bei Icon 4 auch dann ausgestrahlt, live auf der Bühne, wer die Top 1 ist, wer Top 2 ist und so weiter und so fort. Yeah. Wie beim letzten Mal. Genau, richtig, und natürlich treten aber auch die ganzen Künstler davor. Aber diesmal ist im Club wieder, ne? Das ist da, wo das Icon 3 Event war. Genau. Ja, so wie Turbinen hatte nur in Mönchengladbach. Ja, genau. Ja. Okay, perfekt. Nein, aber das war eine gute Location, Bruder. Das war gute Foodtruck. Ich meine ja, das fand ich noch geiler. Ja, das ist geil, diese Schlampe. Okay, es geht los, Jungs. Oh, ready. Testo Hashish. Yo, in der Trap nur am Deal. Yo, bin mit Benz, guck mal G. Yo, ja, du kennst uns mal Bies. Cinematisch und so. Kino. Es geht los! Wallah, krass! Bruder! Ey, wenn ihr wisst, so gezittert! Ich hab gezittert, sein Baba! Egal wo wir hingehen, wir übernehmen einfach alles. Icon 5 Finale, Villa, Gang. Bang. Bang! Leute, einer mir folgen! Was labert?
Walla, was laberst du? Walla, was laberst du? Das war krass. Ey, Bruder, guck mal. Es ist irgendwie gerade irgendein Film. Guck mal, ich sag jetzt so, ne? Gleich kommt eine Sache, ein Intro. Ja, Mann, das war meine Idee, Bruder. Kennst du Çukur? Die Serie, die türkische Serie. Okay. Bruder, da kommt gleich ein Trailer. Ich habe dem Cutter geschickt, den Çukur von Trailer. Das ist eine türkische Mafia-Serie. Ich habe gesagt, Bruder, wir brauchen das vor die Folge, nur im Icon-Stil. Mhm. Und guck, was der gemacht hat, Bruder. Bruder, du Ron. Danke, Cutter. Let's go! Jetzt guck! Drei Schmille Brand stand da gerade. Ja, Lust, ja. Er war deep, Bruder, ja. Gänsehaut. Diese drei Schmille waren deep, Bruder, ja. Krass, wa? Let's go! Jetzt geht's los. Das sieht richtig asozial aus, walla wieder. Ey, Wagovas, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zum Finale von Icon 5. Über die letzten 6 Monate haben wir die krassesten Künstler in ganz Deutschland für euch herausgefiltert. Aus über 1000 Bewerbungen haben wir uns die besten 17 ausgesucht, die die nächsten 2 Wochen hier in dieser wundervollen Villa Allah, wie krass, ne? Man sieht an Collins Gesicht, Pada schmeckt. Diese 17 Künstler werden über die nächsten 2 Wochen eine Reihe von musikalischen sowie sozialen Challenges überwältigen müssen. Jeden Tag wird mindestens einer von den Künstlern nach Hause geschickt und die Villa verlassen. Der Traum endet für diese Künstler somit sofort. Damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Show. Woo, Junge, let's go! Wallah, ich freue mich wunderbar. Endlich geht die Zeit wieder los. Ja, da kommen sie, die besten 17 Newcomer aus ganz Deutschland. Oder Baby, bist du? Ja, ich war Bila, sehr geil. Mike, du! Yo! 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 Alter, das ist krass. Das ist lecker. Guck mal, das ist krass da links. Guck mal, Biggie. Der hat gut gemacht, Walla. Ich will ganz kurz was zum Flug erzählen. Als wir in Düsseldorf waren, man muss sagen, wir haben da gefreestylt und so weiter und so fort. Also die Jungs haben gefreestylt und der Pilot hat sich scheinbar beschwert und meinte dann zu einer Sicherheitskraft, geh zu denen und wenn ich noch einen Mucks höre, ich flieg nicht. Die dürfen nicht in den Flieger. Ja. Und dann kam ein Security-Typ und meinte, der Pilot hat sich beschwert, weil ihr zu laut seid. Ihr dürft uns nicht in den Flieger, wenn noch einmal was gesagt wird. Einmal der Pilot. Trotzdem nichts passiert. Aus mehr als 1000 Künstlern habt ihr 17 es geschafft, euch bis zu diesem Punkt hier vorzukämpfen. Ich garantiere euch, die nächsten 2 Wochen werden die absolute Hölle. Doch trefft die richtigen Entscheidungen und macht die richtigen Freunde. Kennt ihr Phantasialand? Ja. Diese Hintergrundmusik. Und Gott, das stimmt aber auch. Das passt einfach. Die schnellste Achterbahn. Das war ein Phantasialand. Das ist krass, ja, Walla. So werdet ihr die Möglichkeit haben, euch vor tausenden Zuschauern zu präsentieren und einen Namen zu machen. Doch seid gewarnt, denn als ihr durch dieses Tor hier gesteppt seid, wurde auf jeden von euch ein Kopfgeld von 1000 Euro verhangen. Er muss eigentlich mein Geld. Ihr werdet die Möglichkeit haben. Vater! Bevor wir jetzt losstarten, muss ich euch noch 3 wichtige Leute vorstellen. Hier ist eure Jury. Ahla Jury! Voll so hier, ne?
Bruder, guck mal, erstmal muss man sagen, das, was wir hier gemacht haben, ihr musstet ja so auftreten. Wir waren oben und ihr unten. Respekt an jeden Einzelnen von euch. Mhm. Weißt du warum? Allein rein psychologisch. Ihr müsst rappen auf einer unteren Plattform Richtung nach oben. Das ist rein psychologisch ist das viel schwieriger, als wenn ihr rappt in eine gleiche Richtung. Ja, gleicher Ebene. Und zum Beispiel bei The Voice of Germany, bei sehr vielen Songshows im Fernsehen, ist es so, dass die Künstler oben stehen und die Jury ist unten. Mhm. Verstehst du? Damit der Druck der Künstler einfach runtergeht. Aber wir haben das Ganze umgedreht einfach. Ja, den noch unangenehmer für euch gemacht, Bruder. Das Bruder, ist es war schon alles unangenehm genug, Bruder. Ja, alles, alles. Sie waren und, am Ende. Und oben drauf, dass die Künstler als eure Konkurrenz hintäuschen. Ja, ja, ja. Also wir haben euch einen maximalen Druck gegeben. Und die Besten und haben so weiter geschafft. Ja, genau. Auch von uns herzlich willkommen beim großen Icon 5 Finale in Malaga in Spanien. Ihr seid die 17 besten auserwählten Künstler in Deutschland von über tausenden Bewerbern. Und ich wünsche euch allen viel Erfolg im Namen der Jury. Ey, in dem Moment, ich war so fucking nervös. Ne? Weißt du warum? Wir kamen ja mit euch gemeinsam an. Colin sagt, kommt rein, kommt rein. Wir gehen rein. Der so, ihr müsst jetzt eine Rede halten. Ich sag, was? Ich sag, sag mir das doch eine Stunde vorher, Bruder, dass ich mir Gedanken machen kann. Der sagt, du hast genau 5 Minuten. Überleg dir, was du sagst und stell dich da hin. Oder wir sind direkt rein und direkt hochgesteppt, ne? Nicht nur ins Toilette. So direkt hochgestellt, direkt losgeht. Und Bruder, wie oft habe ich mich an dem Tag versprochen? Wisst ihr das noch? Ja, ja. Ich glaube 10 Mal oder so, ne? Oder aber jeder war klar, Bruder, ja. Die Reise, Bruder, war spät geworden, Bruder. Ich war der Einzige, der noch ein bisschen Flugzeug geschlafen hat. Ne? Ich konnte ja nicht mal schlafen, Bruder. Ich wollte schon. Ja, warum konnte ich schlafen? Wegen deiner UNO-Politik. Ich hab super geschlafen. Nein, Bruder. Wir haben uns was geschlagen im Flugzeug. Aber auch so, Bruder, ich kann nicht mehr. Also, ja, check it. Ich hab meinen Leichenschlaf. So. Bruder, Walla Bila geiler. In den letzten 5 Wochen mussten wir echt lange drüber diskutieren, welche von euch die besten 17 sind. Und ich kann euch sagen, unter euch gibt es auf jeden Fall Wackelkandidaten. Deswegen gebt euer Bestes, denn ihr müsst auf jeden Fall sehr stark überzeugen. Seid hochkonzentriert und streckt euch an, weil diese Zeit hier könnte eure ganze Zukunft verändern. Ich wünsche euch viel Glück. Damit ist alles gesagt. Die erste Challenge wurde euch bereits vor dem Abflug mitgeteilt für den ersten Tag. Ihr werdet jetzt ganz genau 8 Bars performen müssen, die entscheidend dafür sein werden, ob ihr heute in diese Villa einziehen werdet oder wieder zurückfliegen müsst. Heute? Alle bekommen Knack. Aber wie ekelhaft, ne, muss man sagen. Ja, echt. Du fliegst bis nach Spanien und könntest heute noch, ohne einen Fuß in diese Villa zu setzen, abreisen. Hört mir bitte zu. Ich wünsche euch allen viel Spaß und die ganze Jury und das ganze Team von IQ5 wünscht jedem einzelnen von euch ganz viel Erfolg. Ihr schafft das. Der erste Künstler, der an Tag 1 die erste Challenge eröffnen wird, ist Yesil. Number one! Yes, Junge! Zock, Haare zu. Oder hab ich schon. Boah, du hast auch weggeräumt, ich hab in der Vorbereitung freiwillig entscheiden, ob ihr das Ganze als Solo oder Gruppe antretet. Und Yesin, du hast dich für die Solo-Runde entschieden. Jetzt Concentration. Ja, ja, natürlich, mein Bruder. Yes! Boah, guck jetzt! Guck mal, so, ohne Lische. Er macht so geil. Guck mal, immer noch. Jetzt warte jetzt. Wish. Alle rasten raus. Ey, Bruder, Walla Bila in dieser Sekunde. Yeah. Alle waren so ruhig, Bruder. Und er macht so dieses. Atafer. Das war, glaube ich, bei Probe. Walla? So, alle geklatscht. Ja, schade, Bruder. Walla, weil ich dachte gerade, das kommt rein, weil Bruder, das war eine andere Atmosphäre in der Sekunde, sowieso, Bruder. Und es ist eh schon so angespannt, er macht noch so QS, Adavel. Bruder, alle Gänsehaut, alle so. Adavel! Boah, das hätte rein müssen, Bruder, ja. Ja, schade. Geil. Habe meine Seele gebrochen für den Style, den wir lebten. Draußen kühl von Matrix umgeben. Zwischen Hass und Problemen, denk zu oft an Tage, die prägten. Wieder läuft alles den Berg ab. Oh, ihm geht es doch nur drum, wer mehr hat. Und das liebe ich, Schatti, genau jetzt diesen Einstieg. Welcher Bruder ist da, wenn die Zelttür
Schließung, Mama, wieder Wahrheit. Nichts ist perfekt, unsere Herzen sind weg, ja, sie sperrten sie ein. Draußen lief hier alles nur verkehrt. Und deshalb wollen wir nur immer mehr. Ey. Oh, geil, Junge, wallah, geil. Ey, du warst der allererste und wir wissen, bei sowas ist es immer das Ekelhafteste, als erst ranzukommen. Aber du hast es gemacht, als wenn du noch nie was anderes gemacht hättest. Ganz schnell. Was? Aber es war stark, wallah stark. Warst du nervös, Jesse? Boah, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Aber ich glaube aber, glaub aber nicht so krank nervös jetzt so. Herzlich, Bruder. Yasin, danke für deine Performance. Der nächste Künstler, den die Jury jetzt hören würde, ist Kenan. Boah! Boah, nein! Hermano! Ich muss dazu sagen, Yasin, du weißt ja, kurz bevor wir nach Malaga geflogen sind, es gab so, kurz bevor die Top-Sitzer komplett stand, habe ich dich ja angerufen. Ich habe gesagt, Yasin, es sieht gerade sehr schwer für dich aus, ich versuche dich durchzubringen. Ich gebe mein Bestes, ich reiß mir den Arsch auf. Dann warst du dabei, das ist leider nicht drin, aber als du aufgetreten bist, ich guck Emre an, ich guck Sandro an, mit dem Blick so, wallah, es war die richtige Entscheidung. Ich war richtig glücklich, Bruder, ich weiß dir. Man muss auch sagen, du hast dich auch krass entwickelt, Bruder. Wallah, ja. Ja, das stimmt. Ich bin nicht eingeschränkt. Hat auch gehustelt, Leute. Walla, Billa. Ja, also, genau. Ich kann es auch sagen, Walla, hinter der Kamera, vielleicht hat man das nicht gesehen. Der Jesse hat sich wirklich angestrengt, Bruder. Crazy. Der hat gehustelt, Bruder. Walla, wir haben gechillt. Ja. Ich hab auch gechillt, Bruder. Ich sag so, ich hab gechillt. Ich guck nach rechts, ich sehe, Jesse ist da mit Kopfhörern, was an einer Skizze dran und so. Walla, stark, Bruder. Weißt du, wie oft das vorkam? Du weißt selber, ich bin zu Yasin gegangen, hab gesagt, Bro, was ist los? Du bist immer alleine mit Handy. Fühlst du dich nicht wohl? Was ist los? Fehlt dir Adaver? Der so, nein, Bruder, ich bin am Rappen. Ich sag, wie ganze Zeit? Ja, ich sag, ja, Bruder, ich bereite mich vor. Ja, Bruder, ja, stark. Bruder. Bruder, guck mal, man hat den Achi in sein Element gesehen, Bruder. Bruder. Bruder, das ist geil gewesen. Er ist vernünftig schlafen gegangen, er hat sich vernünftig ernährt, er hat sich gut vorbereitet, er hat keine Scheiße gemacht, ist nicht ausgegangen abends. Vernünftig ernährt ist auch ein wichtiges Stichwort. Das ist ein wichtiges Stichwort. Lass doch so liegen! Eine gute Woche war das. Gut gesagt, Bruder, Walla. Das wollte ich gar nicht hören. Du hast einfach ausgewählt. Lass doch einfach. Wer sind deine Kollegen? Mario und Mario. Baré, Bruder, Baré! Ey, like Baré! Ey, Walla Bila, ich mach jetzt schon kurz Pause, ich muss kurz Pause machen. Boah, erstmal Walla Bila, Liebe an diese drei Brüder, ich schwöre, ich liebe die. Aber Bruder, der Song, Walla Bila, ich höre den. Ich hab Baré seinen Kopf gekriegt, ich hab gesagt, Bruder, schick mir den. Bruder, ich hör den rauf und runter. Der ist cool, ne? Rauf und runter, Bruder. Ich hab den bis jetzt gar nicht komplett gehört. Gar nicht? Also nur da. Boah, aber da, wo ich den allein in diesem Trailer gesehen hab, boah. Was ein Behindert. Bruder, also ich fand das behindert, weil Bruder, behindert. So Baros, also Baré, Baris, Bruder, der Vibe von dem weiß man ja, der ist so der ruhige, der melancholische. Behindert. Aber Bruder, auf Rappen, Bruder, das war vorbei, das hab ich erwartet. Ich hab das zum ersten Mal im Studio gehört, da kam ich gar nicht klar, deswegen, ich muss aber ja hören. Eine Sache für die Zuschauer vielleicht, also die Jungs hatten im Vorfeld erklärt bekommen, ihr werdet an Tag 1 einer 8 Bars Challenge performen müssen, bevor ihr in die Villa könnt. Bereitet euch vor, jeder muss 8 Bars liefern, ob alleine, ob im Solo, Trio, dürfen die freiwillig entscheiden. Aber egal, das konnten die selber entscheiden. Hauptsache gute 8 Bars. Ja, Mann. So. Bajor, Baro, Kenan, wir wünschen euch viel Glück. Nee, hey, ihr seid auch so Blitzern wenigstens. Endlich. Habt ihr zwei Blitze? Nein, ich dachte schon. Jo. Madre. Boah, Walla Bila, guck jetzt. Bajors Part auch. Im Treppenhaus, es riecht nach Rot, nach jemand, Essen riecht ja auch. Der Block geht immer, krieg ich ihn nicht einfach raus. Ich steig auf die T-Max drauf. Dein Dachfähig sieht nach Metall aus. Rat mich, dass du Mann wärst nach einem, zitter dein Arsch. Wuhu! Was im Jet macht, der Gag auf die Kippe dann nach oben. Ich bin Qualität, kommt das mein Nuga? Du machst doch mal Blut.
doch du bist ein guter Mann, ey! Guter Garo und vielleicht will du gar nicht. Sag nicht, dass du schießt mit deiner Schreckschuss. Weißt du, was ich schade finde? Bayo, sein Double Time hatte, Bruder, ich hab geguckt, als wenn man mir was in den Hintern schiebt. Und das ist nicht drin, Bruder. Ich schwöre. Scheiße. Ja, ich hab auch gemerkt, wo sind die Blicke? Ich dachte mir auch, Wallabila, das war genau mein Moment, Bruder. Aber Bruder, Wallabila, die Jungs haben zersägt, Bruder. In dieser angespannten Lage, wir sind angekommen, wir sind am Ende, Bruder. Auf live, diesen Song, Bruder, Wallabila, eine. Ihr wisst ja, Bruder, so ein Song auch noch auf die Beine zu stellen, auf One Take, Bruder, ist eine Sache. Und Bruder, Walla, die haben das stark gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, für die Hörer, wie eine Studio-Version damit wäre. Yeah. Walla Bila, kein Spaß mehr. Walla Bila. Habibi, Swalla. Top, top, top. Walla, geistkrank. Baba. Alla Bayo, wir sind okay, Baba. Aber habt ihr eigentlich gecheckt, warum wir erstmal 8 Bars machen wollten? Hä? Ja, damit jeder so sich zeigt. So, Bruder, du kennst das ja klassisch so. Kurz einmal Hallo sagen. So ein Transfer zum Beispiel ist bei Fußball. Der geht hoch im Stadion. Ja, genau. Du weißt so, boah, der skillt gut. Präsentation, ich will den nächsten Woche spielen. Um die Welt machen. Hier, Bruder, du hast ein bisschen gezeigt, ich bin da. Und du musst jetzt eine Woche danach warten. Die Leute werden darauf abgehen. Scheiße, ich muss eine Woche warten. Ja, Mann. Und Bruder, du zeigst dich zu viel. Ja. Du machst den Künstler interessant. Ja. Wenn du den jedes Mal solo machen lässt oder zu viel, dann wird der uninteressant. Ja, richtig. Da haben die auch keinen Bock mehr auf Finale oder so. Ja, so, das war der Sinn dahinter. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück. Wir kommen direkt zum nächsten Künstler. Wir würden gerne Bensko hören. Bensko! 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 Voila, Respekt! Ey, Mama, kurz stopp. Ja, Respekt auch an Bensko. Voila, Bila, ja. Bensko. Natürlich einen Applaus. Let's go! Guck mal, der Junge, der hatte einen Gehirntumor. An alle, die den die ganze Zeit haten, der ist deswegen nicht zur Bühne gekommen. Danach ist er mit einer frischen OP, mit einer frischen Naht, einen Tag später auf die Bühne gekommen, hatte keine Probezeit, hat auf der Bühne vorher nicht geprobt, ist direkt auf die Bühne gesteppt, hat abgeliefert und ist dann einen Tag vor Malaga operiert worden an seiner Kniescheibe. Irgendwas ist passiert. Der Bruder ist vom Pech geplagt, Bruder. Richtig, der ist im Rollstuhl gekommen und hat trotzdem da gestanden. Respekt, wie ein Mann, Walla, Respekt, Bruder. Wie ein Mann. Respekt. Walla wie ein Löwe, mein Bruder. Das ist bad. Aber auch in Kennern muss man sagen, jetzt bevor wir ihn vergessen, Kennern, einen komplett anderen Kennern haben wir dieses Jahr gesehen. Kennern 2.0, das war crazy. Walla wieder Kennern ist auch dieses Jahr, Bruder, hat der abgerissen. Ist anders aufgeblüht. Ein Applaus für Bensko, dass er trotzdem gekommen ist. Walla, Luko. Bensko, auch dich die Frage, bist du im Solo oder in einer Gruppe? Gruppe. Okay, dann hol bitte deine Gruppenmitglieder nach vorne. Easy. Gut. Let's go. Zeko Wallet. Walla auch Habibis. Ups. Ja, Zeko. 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 Icon 5, Zeko steht immer noch stramm gerade. Wickel diese Szene um den Finger wie mit einer Bandage. Mali Sound, schüttel eins aus dem Ärmel, kleiner. Rapper kommt mit sehr viel Eifer, Zeko. Mit Herzi-Cypher. Anderes Kaliber kommen aus der Deckung, Pisser. Man muss dich über Wasser halten wie ein Rettungsschwimmer. Fette Villa heute im Malaga entspannt. Bass in Thais, Motherfuck, setz den Kameramann in Brand. Ah. Merkt ihr meine Worte wegen Rollen? Dropbox voller Dampfer, so wie Formel 1. Wir ballen nur noch Hits, so wie Formen. Jeden Tag bis 6 in der Morgen. Hamdallah, mein Bruder, guck, denn es ist auf alles heute Plan. Guck, ich steppe in diese Villa mit dem ganzen Namen. Wir sind in der Prime, tödliche Details. Auch wenn ich heute weg bin, Chai, merkt euch meinen Namen, sehr guck mal, jetzt wieder reinkommt. Ich trag die Sterne auf der Brust wie das Mercedes-Emblem. Aus der Gosse, doch wir wollen in Richtung Champs-Élysées. Junkies ballern sich ich, Kiddies liefern auf B. Verteilte Bälle hier im Bello wie im Golo-Kanté. Den Staatsanwalt, Utrecht oder Budapest. Beiß dir in dein Ohr, so wie Tyson oder so. Aiwa! Wird geballert wie eine Stewardess. Jag dich durch die Hut, als wirst du Noten bei einem Cooper-Test. Boom! Geil! Ganz kurz und knapp! Walla, sehr stark. Walla, sehr stark. Wir bedanken uns für euren Auftritt. Den nächsten Künstler, den wir nach vorne rufen, ist Hasuna.
Asuna, hast du dich für ein Solo oder für eine Gruppe entschieden? Ich habe mich für ein Solo entschieden. Ja komm, dann zeig mal, was du drauf hast. Okay. Yalla, da. Ah, check. Guck mal, Jessen. Was machst du mit deiner Tasche, Bruder? Was machst du mit deiner Tasche? Was ist das? Ey, Junge, Handy nicht Tasche. Was? Bruder, Handy und Tasche. Guck mal, die Tasche da links. Hack, hack. Gleich hin und her. Bro, gleich schon random Momente, ne? Weißt du, der ist richtig random, Bruder. Walla Billa. Weißt du, was ich krass finde bei Hasuna? Der kommt so nach vorne so. Und man vermutet, also wenn du den nicht kennst, dann vermutest du gar nicht, was da jetzt kommen könnte. Der Beat geht an, der so, check, check. Der ist voll im Film, Bruder. Direkt das, im Modus. Das feierst, Bruder. Das ist Reaper, hast du auf Knopf drin. Einen, das ist so direkt Batz. Ja. Der ist im Element, Bruder. Ja. Der ist da. Wenn er funktionieren muss, muss er funktionieren. Das ist auch bei zum Beispiel bei Infinite, Bruder. Weil er Infinite ist so, ganze Zeit sich schon vorbereiten. Der ist so, wir sind am Lachkick schieben. Bruder, ich guck so, der war so am Lachen, auf einmal es geht los, boom, Fight-Modus aktiviert. Ja, so, weißt du, jetzt ist so dieses Survival-Mode aktiviert, Bruder, jetzt muss man fressen, bevor man gefressen wird. Aber Walla, ich muss sagen, Hasuna ist Feuer, ja, nee, der ist Feuer pur, der Junge. Walla, der ist geplatzt auch, der hat Gas gegeben, da. Dieser Song. Salam alaikum, dieser Beat wird geklatscht. NRW ist connected, liefer Flex über Nacht. Aus Prinzip, tier dich ab wie ein Dieb. Du kriegst Sip in dein Mund, dir gib Bon Appetit. Keine Zeit will übernehmen, hey, ich bin Badawi. Messer stich in die Leber, kleine Warnung, yalla geh. Trage volles Magazin und ich ficke dich miskin. Lack, wem wollt ihr testen? Na, Nickel, please, das. Ja. 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 Ja, so. Ha, habt ihr abgehakt, Walla. Walla, korrekt, aber Bruder, dasselbe hab ich, das hat man schon aber echt danach gedacht, Bruder, einfach grabbt und einfach, ja, Bruder, hier, Bruder, ja, so, darf ich mich wieder nach hinten stellen, Bruder, Walla. Wo man alleine gemacht hat, man hat sich selber gedacht, so, ja, ein bisschen kurz, aber. Ich schwöre ja, Walla, aber das war ja ein guter Startschuss. Asuna, vielen Dank. Du kannst wieder zurückkommen. Kein Ding. Yalla, bye. Das ist die Möglichkeit. Der nächste, den wir gerne hören würden, ist Kali. C-A-L-I! C-A-L-I! Hürres! Aber voll gut. Kali, hast du dich für einen Solo-Song entschieden oder auch für eine Gruppe? Ich hab mich für ein Solo entschieden. Auf ganz locker, hä? Ja. Ja. Noch krass. Ja, war. Komm, Kali! Boah, wie geil das. Okay, kam. Ganz kurz, ich will gleich nicht mittendrin stoppen. Du, erstmal, der Einstieg kommt geil, so richtig smooth. Dann steigt der Beat ein und ich find's so krass, wie du es dann flows, Bruder. Ja, Ausstieg, Walla. Behindert, Bruder. Ja, und auch ganz am Ende, dieses C-A-L-I. Ja, der liegt ja vor alles, lass das mal machen. Ich hab doch immer vergessen, wie mein Song ging, Bruder. Er liegt meinen eigenen Song vor mir. Das hab ich schon geliebt, Bruder. Jetzt bin ich gespannt, Walla. Jungs, komm, alle Handy nicht darauf. Ey, Walla, Buddy. Walla Billa, ihr habt gerade gehört, ich schwöre, mein Bruder, ich küsse dein Auge. Walla Billa, Buddy hat motiviert wie eine Eins. Walla, wie eine Eins, ich schwöre, wie eine Eins. Packt aus, Kali, mein Bruder. Walla Billa, du bist es, mein Bruder. Alle, Walla, ich liebe euch alle, Jungs. Fix Snoop Dogg. Hat er das gewollt? Ja, Walla, ich hab gesagt, Fix Snoop Dogg. Ja, guck mal. Fix Snoop Dogg. Alle kaputt. Swolapti? Das ist OZF. Swolapti Beat? Aber du hast doch mies Attitüde, ne? Wish. Hedge, willkommen an der Endstation. Kali ist am Drücker, Sebi. Mach mir nicht auf El Capone. 24-7 hassen, Bro. Ich muss mein Geld ranholen. OZF, mein Ecki-Pussy. Hände hoch, ihr kennt das schon. Hör gut zu, Habob. Und genieß die Show. Ich kick kurz ein Achter locker und schick jemanden nach Haus. Du weißt, mach es wie gewohnt. Hier wird gar keiner verschont. Es ist C-A-L-I aus der Kanalisation. Boom! Auf ganz locker, Junge! Ganz locker! Oh, Kock ist ein Hände neben dir, sagt er. Alle Nieren sind kaputt. Nach dem Iguana. Aus der Kanalisation. Geil, geil. Gemisch. Jeder hat diesen Blick danach. Den nächsten Künstler, den wir gerne hören würden, ist Skepcher. Skepcher! Voilà, geil. Ich habe auch an dich die Frage.
Bruder, ich muss noch einmal kurz Pause machen. Wallah, das riecht geil gemacht, ja. Ja? Wallah, ich finde das böse, Bruder. Ich, das auch Baba. Ich war, Bruder, als ich ankam, Bruder, wir waren ja eh K.O. und so dies, das, weißt du, man hat alles erwartet. Aber jetzt auch nochmal das Ergebnis zu sehen, Bruder, nach diesen ganzen harten Tagen, Bruder, dieses, Bruder, weißt du, was ich meine? Das ist nochmal geil los, zu ne? sehen, Bruder, weißt du, das ist einfach so dieses, man sieht das Ergebnis, Bruder, das ist richtig geil, ist einfach echt, zu gucken, Bruder. So für mein Herz einfach so dieses, Balsam. Diese, weißt du, was ich meine, Bruder, wir haben da was auf die Beine gestellt. Wallah, das ist richtig Bruder, geil. Bruder, jetzt, wo du es gerade sagst, ich bin auch unglaublich stolz, weil, Bruder, ja, das Ding ist, wir sind ja ein kleines Team. Ja, ne? So, und zum Beispiel, mein Bruder, ich, wir sind ja nicht nur eine Juryfunktion, wir machen ja auch mittlerweile die Organisation. Wir machen ja alles da gefühlt, weißt du? So, habt ihr auch mitbekommen, ne? Klar, es gab ja Tage, da haben wir das ganze Set übernommen. Ja. So. Und Bruder, wir haben uns alles selber aufgebaut, ohne einen Vorschuss. Das ganze Format ist von uns so, Bruder, weißt du? Ohne, dass wir irgendwas recoupen müssen. Das ist alles. So sieht's aus, mein Bruder. Da hast du was gesagt, mein Bruder. Bruder, das Colin hat gestartet damals, indem er Flyer auf der Straße verteilt hat. Genau. Ja, heute haben wir, Shows in Malaga, Bruder. In Barcelona, in Marbella. Quali, Bruder. Ja, stimmt. Das ist um Welten besser, ne? Ja. Krank, ne? Ja, Baba, Bruder. Hab ich vorhin zu wenig nicht nur vom Audio her, wollte ich auch sagen, so von... Vom optischen auf das Grading mit den Farben. Wir sehen, das aus wie, wir sehen aus wie so Figuren aus dem Film. Und das Ding ist, das ist ja immer noch das ist ja gerade mal nur die 8 Bars Challenge. Ja, weißt du, ich meine. Das ist die langweiligste Challenge, die wir da überhaupt gemacht haben, Bruder. Und das, was danach passiert, das ist behindert, Bruder. Yeah, Skepcha. Skeppy! Wala Skeppy, ahla Skepp. Geisterstunde jagt den Sample, loopt durch Traum mit Fell, macht Kunst, die könnte man auf dieselbe Stufe wie ein Van Gogh bestellen. Krass. Mir jetzt knallt es richtig, ich bin dabei, weil die Jury weiß, und Talent kriegt nicht jeder, als wär's verschreibungssichtig. Bruder, ich hab Hass im Bauch, Magen knurrt seit Stunden, scheißegal, ich weiß, man schreibt die besten Bars, solange man hungrig bleibt. Das hier ist Icon 5, ich hoffe, du verreckst daran. Bald kennt man meinen Namen in mehr Scheißecken als ein Pentagramm. Krass, Aiwa! Ja, auf Block, Junge! Auf Block! Geil. Wallah. Geil, Junge! Habibi Skip. Die besten Parts schreibt man, wenn man hungert, Bruder. Bruder, das sind Lines, Bruder, das sind Lines, Bruder. Walla, Bina, das sind Lines. Skepcha, wir bedanken uns für deinen Auftritt. Wir machen weiter mit der nächsten Gruppe. Und zwar Shabab. Shabub! Oh! Ach, Shabab! Mann, Bro! Was geht ab? Shabab, Bro! Bro! Bei den zwei Shababs. Vito und Azu. Ja. Ahlan, Bruder. Ey, warum kommst du da? Ey, Shabab ist der lustigste Mensch, den ihr jemals kennenlernen könnt. Der Junge ist ein Film. Wallah. Der Sehcharakter, der Junge. Bruder, ich küsse eure Augen. Wallah, ich glaube, keiner von euch, von diesen ganzen Dings, wir waren zwar auf engster Raum, Bruder, aber keiner hat mehr aneinander geklebt, wie ich mit ja, dir. Ja, oder irgendwann, wir waren nach diesen 3 Wochen, Bruder, schon fast auf Krieg, weil wir so aneinander kleben, Bruder. Wir haben uns gegenseitig seinen Kopf, Gehirn aufgefressen, Bruder. Wallah. Das Ding ist irgendwann so, ich plan irgendwas mit Shabab und der steht so Gegenfrage, der so, ja, aber was mit Kali? Wallah, so war das schon mittlerweile, Bruder. Wallah. Wallah, Shabab, Wallah, ich küsse dein Auge, mein Bruder. Wallah, Wien, Bruder, Wien, Bezirk 10, Bruder, das ist kaputt. Ey, wa. Wow, starke ich Gruppe, viel Bruder. Spaß. Viel Glück, gib Gas. Starke Gruppe. Komm, jetzt kommen direkt andere Vibes. Gang. Bin angekommen in Malaga, da stand ich mal auf der To-Do-List. Ich kann nicht mal was dafür, doch bleib im Auge wie ein Kutek. Sie wissen, wer Asu ist. Und sie wünschen mir nur Gutes ins Gesicht, doch machen Auge wie ein Anubis. Wenn du fragst, wo ich bin in Malaga. Sie hat many men, doch keiner ist wie Shabab. Wallah, krass. Jetzt mach mal Platz für den Tami. Für mich nicht in der Villa, bin auf Flucht vor Guardia Civil. A la carte, Malaga, ich lauf im Viertel mit Muchachos. Achte an der Hand auf meinem Rücken wie Lukaku. Aiwa! Ganz kurz, Azu hat Vito richtig gut gebackt auch. Ja, ja Mann, diese Hohen kommen geil. Und was ich bei Azu gerade sehe, als Vito beim Auftritt ist,
Guck mal, wie fokussiert Azur ist. Er wartet richtig, also er ist richtig in dem Film gerade. Stark, wallah. Oder Azur auch, das ist auch so ein disziplinierter Junge. Du kannst einen Azur um 6 Uhr morgens wecken und sagst, Bruder, wir müssen das jetzt machen, um 7 Uhr ist Abgabe. Ja. Er steht auf. Der Bruder will Künstler werden. Ja. Punkt. Er wird auch sehr erfolgreich. Er wird auch, er wird es schaffen. Azur, wallah, der ist aber auch ein Schaden. Bruder, ich liebe den Jungen, der ist aber kaputt, Bruder, wallah. Guck mal, wenn du Azur nicht gesehen hast oder seine Stimme nicht gehört hast. Wie hast du den sonst gehört? Ich habe seinen Chips-Tüter gehört. Und was noch? Und was noch? Seine Schlappen. Wenn er glaubt, ja, so 100%. Bruder. Rechnet einfach jeden Tag minimum 2 Packungen Takis. 2? Minimum. Ich rede von Minimum. 1-2. Ein schlechter Tag sind 2. Ein schlechter Tag. Bruder, das war jeden Tag ein guter Fuss. Es war eine gute Laune. Der hat rasiert. Jetzt macht man Platz für den Tamir. Nicht ich in der Villa, bin auf Flucht vor Guardia Civil. A la carte, mal la gage, ich lauf im Viertel mit Muchacho. Achte an der Hand, auch meinem Rücken wie Lukaku. Mademoiselle und ich vom Quarto. Boah. Ich bin um Mitternacht da. Ah, nee. Das ist ein Aufwand. RS6, 600 PS. Motorkreis durch die City, bitch, ich renn in MS. Wish, wish, wish. Seh vom Weiten, du bist Plagiat. Häng im Malaga, smoke gas, smoke Maria. Maria. Verstehen, dass du weinst, wenn ich schreien muss. Oh Maria. Telefon besetzt, wenn du hängst an der Leitung. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Walla, krank, Bruder. Geil. Auch ein Maximal Auftritt. Auf diesen Vibe auch noch, auf diesen Vibe auch noch. Geil. Die Hintern. Oh, ah. Walla, Ruin. Walla, stark, ja. Sehr stark. Das wird auch richtig viral gehen. Als nächstes würden wir gerne die Performance von Infinite sehen. Oh, geil. Mama, geil. Infinite. Geil. Dann der Bank von Fondi. Ha. Guck mal, Infinite kommt jetzt kurz, der macht seinen Achter und geht. Ja, ja. Bruder, so ganz locker, der schüttelt den einfach aus, so, Bruder. Aber Bruder, aber ich erinnere mich noch, das war ein böser Achter. Walla, ja. Aber ich bin gespannt, wie der sich jetzt anhört, aber hier. Aber live hast war der mächtig. Hast du dich für einen Solo-Auftritt oder einen Gruppenauftritt entschieden? Ich mach Solo, mein Bruder. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Dankeschön. Infinite das erstmal ernst auf, ne? Ja, ja. Was geht da? Infinite, Icon 5. Ja, ja. Okay. Oh. Ich hab ne Chick auf meinem Gesicht und fuck die Pussy, schmeckt nach Himbeeren, ey. Die Glocke an meinem Kopf, die macht dir Druck, so wie ein Printer. Fuck man, ich hab und mach keine Filme in der Villa, weil die Bitch in deinen Augen könnt ich sehen, auch wenn ich blind wär. Raus von der Street in ein fettes Haus mit nem Masi. Deine Bros sind nicht wie meine in deinen Augen Fugazi. Bam! Findet auf dem Beat und guck schon Bonzi Bonani. Sie denkt an mich, hab Fantasien und sie läuft aus wie Tsunamis. Ganz locker flottig, Bruder! Geil! Auf Detroit! Der war einfach Arueda, der Bro. Infinite, danke für deinen Auftritt. Danke den nächsten Künstler, den wir gerne hören wollen, ist Skandal. Was hat der gesagt? Hat Spaß gemacht. Also. Krass, Mann. Skandal! 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 Skandal, auch die Frage an dich: Solo-Auftritt oder Gruppe? Eine Gruppe. Okay, dann hol deine Mitglieder bitte nach vorne. Ich glaube, ich muss den nicht erwähnen. Okay, ich wünsche euch... Rasha, mein Bruder! Vielen Dank! Werden wir nicht haben. Danke. Danke, Bruder. Was ist das? Love you, Bruder. Das ist gut. Salam, ich komm mit den Brüdern in die Villa, alle Augen sind auf uns jetzt. Langsam erreiche ich mein Ziel, also guck, dass du Karten auf mich setzt. Hab Equalizer, mache euch alleine kalt. Eigen 5 Big Bros auf machen Beine breit. Nein, keiner von euch kann mein Movie fahren. Ihr float nur denselben Shit, bin Multi wie Bonica. Arsenal so wie Mikel Arteta. Taktik Gini, Vica wie Alonso. Das mit uns ist ein anderes Schema. Ist mit Jungs in der Villa Risotto. Das mit uns ist ein anderes Schema. Du wirst niemals verstehen, wie es geht. Dieser Junge kommt straight aus Favela. Kontakt bis Guantanamo. Nicht mit Hintermännern, selbst ist der Mann. Ich bin extravagant, also geh auf Distanz. Linksausleger wie Nurmagomedov. Auf einmal ist Skandal die Nummer für Ghetto. Wie deine Nummer für Kampaki. Guardia Civil verführt, ich bin nur fake. Und auf der Flucht wegen Nasrotik. Werde wieder verführt von Nasraich. Stark. 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 Stark.
geil. Walla, geiles Team, Bruder. Ja. Geile Ecke, Bruder. Rascha auch. Rascha auch, Bruder. Walla, Rascha sowieso. Es ist immer, also viele Leute, der hat auch zum Beispiel jetzt bei der letzten Reactions haben Leute ein bisschen Hate gegeben, Bruder. Walla, Bila Rascha ist krass, Bruder. Ja, Leute sind einfach nicht ready für den, Bruder. Walla, der ist krass. Zu Skandal und Biggie muss man sowieso nichts sagen, Bruder, weißt du? Aber Rascha, Bruder, ich küsse dein Auge, mein Bruder. Walla, du weißt, ich tue Gas. Der Rascha ist einfach ein Gold in Person, Bruder. Rascha ist Walla. Underrated auch, ne? 100. Underrated ja. Musikalisch, Bruder, aber auch menschlich, Bruder. Walla, Bila, goldige Person. Ja, das stimmt. Walla, ich hab nichts Falsches aus seinem Mund gehört oder gesehen, was der gemacht hat, Bruder. Bruder. Walla, Bila. Das Einzige, was du von ihm gehört hast, war 16 Uhr am Tee. Yo! Das, Walla. Aber damit die Leute auch nicht falsch verstehen, ne? Wir hatten einen Security-Typen, der McDoom. Yo, Doom! Yo! Yo! Walla, der ist der beste Mann und der hat da immer rumgeschrieben, wenn dem seine Sachen gefällt haben. Yo, who's my grinder? Und Walla, das ist Insider geworden. Walla, der Rascha hat jeden, der hat niemanden schlafen lassen auf jeden Fall, seitdem er das aufgeschnappt hat. Ich fand Skandals zweiten Part extrem krass. Ja, ja Mann. Walla. Ja. Linksauslegiger wie Norma Gummet. Bleib doch voll im Ohr. Colin wird euch jetzt erklären, okay, wie es weitergeht. Das für euch. Bitte. Bitte. Hä, Knimm! Oh! Oh, Malaga, hä? Malaga! Ihr hättet jetzt die Möglichkeit, alle 17 Künstler noch einmal deutlich zu hören. Ich hoffe, ihr habt euch ein gutes Bild gemacht von den anderen Künstlern, denn ihr habt jetzt noch eine schwere Aufgabe vor euch, bevor ihr die Villa betreten dürft. Hier drüben in der Booth wartet auf euch ein Zettel und ein Stift. Bevor ihr jetzt in die Villa kommt, ist es jetzt eure Aufgabe, den Schwächsten von euch zu identifizieren und seinen Namen auf den Zettel zu schreiben. Eine Frage. Kenner hat gar keinen Bock. Habt ihr das erwartet, Junge? Walla, guck mal, Keller, Walla, guck mal, Keller, der dachte sich schon wieder. Walla, letztes Jahr war das genauso. Aber Bruder, ich kann nur sagen, Walla, ich hab irgendwie sowas hab ich erwartet. Und auch im Trailer, vielleicht haben die paar Leute nicht, jetzt ist es nicht so laut gewesen, aber Walla, Bila, im Trailer hab ich auch genau da in dieser Szene, wo ihr sagt, und zwar bla bla bla, und man hört mich so kurz, oh mein Gott, die ficken uns jetzt gegenseitig. Müsst ihr euch rauskicken und alle so, Walla, Bila, ich hab schon kommen sehen. Über Erwartungen müssen wir gar nicht reden, ich bin der Wahrsager von Icon Film. Walla, Bila, Der Jessin, wirklich antwortet! Das war krass, Walla, die Leute haben gesagt. Bruder, ich bin am Amt. Ich frag so Jessin, ey Bruder, was passiert eigentlich morgen? Ich sag so, Walla, wenn du sagst, ich sag's euch. Danach, der sagt 1 zu 1, was passiert. Ich geh später zu deinem Bruder. Ich so, ey, Abi. Wir müssen was ändern. Am Ende, und dann haben wir den Jessin dazugeholt bei der Challenge-Planung. Der hatte gute Ideen. Alle Jessin. Alle, Bruder, solltet ihr keinen Künstler aufschreiben wollen oder euch weigern, bitten wir euch einfach, ein großes X auf die Karte zu setzen. Damit überlasst ihr dann eurem Schicksal in diesem Spiel dem Zufall. Er hat schon geschaut. Oh, Hans! Vertraust du den anderen? Boah, da sind doch die Kommentare auch, die schreiben alle, Colin redet in Leerzeichen und so, der redet in Leerzeichensprache. So. Ja, schön. Mit Delay, weil der Bruder, und zwar hast du ziemlich harten Mundgeruch, aber, weißt du denn, das ist immer so, Bruder. Die Show musste. Ja, natürlich, Bruder. Aber Bruder, wir sind abgekackt, so. Bruder. Wir sind abgekackt da vorne. Der kommt nicht zum Punkt, Bruder. Wir sind dann rede! Komm zum Punkt! Wir sind so gewesen, Bruder. Walla, wieder. Ich küsse auch sein Herz, ja, Walla. Habibi, Colin. Dann genug. Aber wie abgefuckt auch alle gucken, Walla. Ja, das kann alle kauen. Weil am Ende des Tages, es muss nur eine einzige Person einen Namen draufschreiben. Ja. Diese Fantasie-Lappen. Das werden wir gleich sehen. Jeder muss jetzt für sich aus einzeln entscheiden, ob er einen Namen draufschreiben möchte oder nicht. Ich bin für X, ja. Ist einer für Name? Wer ist für Name? Der würde ich für den sagen. Wer ist einer für Name? Ich wollte eigentlich schreiben, aber ich dachte. Walla, ey, kennt ihr das eine Bild von Benzko, oder? Was wir einmal in die Gruppe Ja, Walla, Walla, es gab ein Video, da hatte Benzko gefreestyled, da hat irgendein Abonnent ein Bild gemacht. Und der Bruder war einfach bewaffnet. Er war normal am Stehen. Der war einfach bewaffnet. Bis Knie, Bruder.
Bis Knie, Bruder. Walla bis Knie. Unterarm. Länge wie breit. Feuer Unterarm, Bruder. Bruder, alle haben Schock bekommen, Bruder. Habibi, Benzko. Keiner Walla wollte mal mit dir im Zimmer teilen. Keiner, Bruder. Jeder hat Sperren gehalten von dir. Ja, geil. Bester Mann, Benzko, herzlich willkommen. Dann wird euch das auf jeden Fall nicht gefallen, das versprechen wir euch. Aber ja, macht so, wie ihr möchtet. Aber die gerade am lautesten schreien, die können auch diejenigen sein, die heute Abend noch fliegen. Das ist Skandal, ich würde dich dann als erster bitten, rüber zu gehen zu unserer Wohnung. Alle Audios, geil. Alle Audios sehr stark. Weißt du, was das Riskante jetzt daran ist, ein X zu machen? Es muss nur einen einzigen geben unter diesen kompletten 17 Jungs, der einen Namen drauf schreibt und diese Person ist raus. Ja, ja, normal, Bruder. Ich erinnere mich schon noch dran, natürlich, ne? Und das war schon eine heikle Situation da, natürlich, ne? Du schaffst an die reinschreiben, rein, du. X-Wings. Was mit uns? Bisschen Voodoo. Ani, hör auf damit! Sag, sag, sag! Weiter auf X-Factor, ich wisst Bescheid. Immer so, immer so! Voller Vito, ich liebe dich, mein Bruder, ja? Einmal, der macht ein X, macht so. Yeah! Voller Vito, auch ein süßer Mensch. Voller bester Mann. Mann, wie geil. Du warst der Wally doch besser, Mann. Ich bin Patrick Snoop Dogg von Turki. Die sind da, ne? Keiner hat so viel Kopf wie Kali bekommen. Jeder hat dieses Snoop Dogg Line 10-mal gebracht, Bruder. Er dachte sich immer, Bruder, reicht doch. Ich nehm mit, Bruder, ich weiß, was ich meine, weil so. Aber Bruder, ja. Snoop Dogg reagiert auf mal beiseite mit dem, Bruder. Es ist sehr Ali, Bruder. So sieht's aus, mein Bruder. So sieht's aus, mein Bruder. So. Voila, geil. Der Baby ist sehr gut. Ey, Junge! Immer ein A-Rehen machen. Du hättest oder hin tun. Digga! Der muss immer machen, was er will. Bruder, das Ding ist, ein Zettel hat gefehlt. Die haben dir nicht mehr gefunden, Bruder, weil er nicht in diesem Topf war. Walla, die haben auch gefunden, Bruder. Walla, die kennen, Bruder. Bruder, der ist einfach daneben, Bruder. Walla, ich liebe den, ja. Der ist krass. Das ist richtig cool gemacht im Sound. Das ist richtig cool gemacht. Man hört noch im Hintergrund, wie, Bruder, wir dieses, freut, ne? Wie wir uns unterhalten, wie wir und so. Das ist richtig geil gemacht diesmal. Voila, so minimale Details sogar, Bruder. Die machen's aus, ne? Ja, Mann, ich schwöre sogar. Alle angesprungen. Also, ich hoffe, euch hat die Villa soweit ganz gut gefallen. Ich muss euch leider mitteilen, dass für einen von euch auf jeden Fall die Reise enden wird. Wir können nicht alle mit bis zum Ende nehmen, das heißt, einer von euch muss dran glauben. Wir hatten euch eben gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, hier zu voten und den Namen des schwächsten Künstlers aufzuschreiben. Ihr Künstler seid einzeln rüber zu der Booth gegangen und habt angefangen, Stimmen aufzuschreiben. Wir mit der Jury haben uns gerade alle Stimmen angeschaut und alle Stimmen waren ausnahmslos mit einem X versehen. Denkst du mir? Das ist Icon Remsa, Baby, Icon Remsa. Weißt du, was das Ding ist? Wir wussten das.
Ja, natürlich, aber das sind doch keine falschen Fuffis. Das machen wir auch nicht so auf Namen, so Namen auf Zettel schreiben. Ja. So. Ich finde das nicht so cool. Hinterrücks, ne? Ja, Hinterrücks. Wenn, dann ich will dich herausfordern, normal. Machst du das so, ja, wenn schon. Ja, genau. Das war klar. Mhm. Aber Bruder, wir wussten, dass ihr es macht, deswegen, wir hatten immer ein Ass im Ärmel. Hättet ihr einen Namen drauf geschrieben, wir wären am Arsch. Dafür hatten wir keinen Plan, Bruder. Aber wir hätten. Wir hatten nur den Plan dafür, dass ihr alle ein X macht. Genau. Hätte einer einen Namen drauf geschrieben, wir wären so. Was machen wir jetzt? Alla Villa, ne? Wir haben auch genau in dieser Situation gedacht, was passiert jetzt? So, Alarm X, was passiert jetzt? Voilà. Ich wusste, dass jetzt was Ekelhaftes kommt. Ich wusste es. Ihr als Künstler habt kollektiv damit euren Verbleib in der Challenge in die Hand des Zufalls gelegt. Zufalls gelegt. Hier in dieser Urne sind 17 Namen. Von jedem Künstler ein Name. Ich werde jetzt einen Namen rausziehen und der Künstler tritt bitte nach vorne. Ich würde das jetzt schon wieder pießen. Walla, ich dachte, ich komme jetzt. Walla, weil ich bin ein richtiger schwarzer Peter bei sowas, Bruder. Walla, so wie ich da gucke, ich schwöre, so habe ich mich auch gefühlt, Bruder. Weil ich weiß genau in so einer Lage, Bruder, Walla, ich werde immer gezogen. Aber irgendwie so. Alle haben so, so weißt Walla. Du, Blicke, ne? Jeder hatte so. Genau das Gefühl, glaube ich, wie ich, jeder weiß, okay, ich werde jetzt gezogen. Ja, Walla, Bruder, so habe ich das Gefühl. Ja, ihr seid mitten in Malaga, Bruder, einfach es ist warm, ja. Du hast eine Villa vor dir, du willst deinen Traum verwirklichen, ja. Du weißt, Icon, die Villa-Zeit ist die wichtigste Zeit überhaupt. Alle gucken, die meisten Zuschauer gucken immer nur Villa-Zeit. Ja. Und du kannst einfach wieder gehen. Einfach wieder als gehen. Als wäre nix, als wärst du gar nicht egal gewesen. Du hast einfach nur durch für nix geflogen, ganz Stress für nix, Bruder. Und dann nur das. Walla, geil. Ja, Walla. Seid einfach schuld. Ja. Aber weiter, wir haben es eingelassen. Ihr habt die Entscheidung selber getroffen. Und der Künstler, der nach vorne tritt, ist Barré. Oh. Komm, wie abgefuckt er ist. Barré, ja, ja. Du hast die Entscheidung getroffen, genauso wie alle anderen auch hier, ein X auf dein Zettel zu schreiben. Per Zufall wurdest du auserwählt und musst jetzt eine letzte harte Entscheidung treffen. Oh, Junge! Dreckig! Genau zwei Optionen. Dreckig. Die sind so hart. Option Nummer 1 ist, du gehst wieder hoch in dein Zimmer, packst deine Sachen und machst dich auf den Weg wieder zurück nach Deutschland. Alter, guck mal, wie der das sagt, ja. Der sagt das voll hart. Dass du es nicht verdient hast, nach Hause zu gehen und jemand anders es verdient hat, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dir einen von den 16 verbleibenden Künstlern auszusuchen. Gegen diesen Künstler im 1 gegen 1 antreten und der Schwächere von euch geht nach Hause. Ihr seid mal ehrlich, wie krass. Dreckig, Bruder. Wie krass dreckig. Weißt du, das eingefallen ist? Wie krass dreckig. Sehr schwere Lage, wie Bruder. Wie krass dreckig. Er sagt, wie krass, Bruder. Wir waren jedes Mal am Ende dort, Bruder. Das war das Schlimmste. Aber showtechnisch? Geil. Showtechnisch, Bruder. Aber Walla, Bila, Leute, ne, ich schwöre, wenn ihr da seid und ihr wisst, was das alles verändern kann und was ihr alles aufs Spiel setzt, so. Walla Billa, ihr denkt euch, Bruder, wofür bin ich hier? Wir haben mit den Gefühlen gespielt. Bruder, wir hustlen bis zum bitteren Ende, kommen Finale, um uns gegenseitig rauszufinden, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das ist das Härteste, was kommen kann, Bruder. Wir bauen die ganze Zeit Freundschaften auf, um euch dann kaputt zu machen, Bruder. Ich schwöre, Bruder, am Ende nur noch Feinde, Bruder, Feind. Bruder, da entsteht Krieg eigentlich. Ich schwöre, das ist nichts. Das Krasseste ist, Bruder, wir wussten, ihr stellt euch gegen uns, aber nicht mit uns, so dachten wir. Weißt du? Und das Ding ist, irgendwann, die Jungs, die konnten uns nicht vertrauen, weil wir jeden Tag mit den Gefühlen gespielt haben. Ja. Es ist A passiert, am Ende passiert B. Walla, mein Bruder, Barré. Walla, ich küsse dein Auge, Bruder, als ich da stand, ne? Walla, ich dachte, wir alle dachten so. Weiß. Wie? Oder stell mal vor, alle Lichter auf dir, alle Blicke auf dir, und du guckst allen in die Augen. Walla. Walla, bilderschwere Lage, Ekelhaft. Bruder. Jeder dachte sich so, ja. Guck mal, Alain Barrés Blick, Bruder. Alain mein Bruder, ja. Einmal in die Leere, er denkt sich, ihr wollt mich sch***en. Film auf mich, ja. Alain. Ich nehme auf jeden Fall die zweite Option. Ich werde auf jeden Fall gegen jemanden betteln. Das Ding ist, ich weiß halt nur noch nicht, gegen wen, ja, Alain. Such dir am besten einen Künstler aus, wo du denkst, dass du ihn besiegen kannst. Dreckig, der das noch sagt.
Bayo. Oh, Wallah, das ist hart, Jungs, ja, Wallah. Boah, ich weiß nicht, Wallah, ich weiß nicht. Keiner guckt den an. Bock zu betteln, frag ich mal so an einer. Bock zu betteln, will einer das Risiko. Ganz kurz zu dem Battle. Es wird ein Song-Battle sein. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit haben, wer auch immer es ist, der nach Hause geht, sich vernünftig zu präsentieren in eurem besten Licht. Oh Bruder, scheiß nicht, Wallah, Jungs. Ja. Macht mir das mal ein bisschen einfacher, Jungs, hier. Das ganze Geschehen. Der wollte auch keinem das Herz brechen, Bruder. Man hat's gemerkt. Wallah, Bruder, das ist so schwer, Bruder. Was soll ich machen? Wallah, ich weiß nicht, Jungs, was soll ich sagen, ja? Warum macht ihr die Filme auf mich, Wallah? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, nee. Erinnert euch dran, bevor du deine Entscheidung triffst, trifft ihr mit Herz. Ihr habt euch selber ausgesucht, dass es so sein soll. Wallah, Colin ist so schlimm, ne? Boah. Nein! 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 Verpiss dich! Nein! Das dürft ihr nicht machen! Das dürft ihr nicht machen, ne? Boah, Bruder! Erst oh mein Gott, Sonntag. Das ist krass! Ey, Bruder, Wallah, das ist ein richtig krasses Zuschauererlebnis. Wallah Billa, oh mein Gott. Ich bin einfach dabei, aber Wallah Billa ist so, als würde ich einfach so auch einfach Zuschauer sehen. Das ist richtig krass, Bruder, Wallah. Ja, Mann. Willkommen bei Tag 2. Einige von euch haben gestern erster Hand erfahren, wie schnell es gehen kann und wie schnell der Traum für jemanden hier platzen kann. Bella, Bella, komm von vorne. Hey. Bella, weil wir verloren haben. Du hast die Chance, indem du jemand herausforderst, auch sein Kopfgeld zu bekommen. Das heißt, der Gewinner von dem Battle wird morgen 1000 Euro reicher sein. Oh. Vorbei! Papa Folge. Ey, die Folge ist behindert, ne? Das ist die erste Folge, die ist so geil, ne? Und jetzt ich sag mal. Bruder, Wallah, Billa, die Leute, ne? Die Leute sind, boah, die Leute werden gar nicht schlau kommen. Ey, Leute, bei, wenn die Folge 40.000 Likes heute noch kriegt, das wird dann schicke ich euch das wird richtig krass, Bruder. Ey, Jungs, sag euch aber ehrlich, Wallah, Billa, Bruder, mich trifft das emotional, Bruder. Das ist was Emotionales für mich, Brody. Auch wenn ich das dritte Mal hier bin, Bruder. Wallah, Billa, weil wir sehen ja, Bruder, ich war Icon 3. So, das war irgendwo. Icon 4 ist zwar gefloppt, Bruder, für mich, ne? Aber war auch krass, nochmal Belgien-Villa. Aber, Bruder, Icon 5, Bruder, wir sind das erste Mal weggeflogen, haben da auf einer riesigen Bühne performt, Bruder, waren in Malaga, waren da, Bruder, waren im Knast, Bruder, wir haben Sachen gesehen, Bruder, wir haben da Sachen, Bruder, das ist für Deutschrap so, Bruder, wir sind Teil davon, Bruder, ja. Wir sind Teil davon, dass wir, Bruder, das Wallah Billa, das ist was Krasses, Bruder. Bruder, das Ding ist, Wallah, für mich, Bruder, das ist was Behindertes. Wir sind nicht nur ein Teil von Deutschrap, habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir werden mit Icon auch Deutschrap verändern, Bruder. Ja. Bruder, 100%. 1000%, Bruder. 1000%. Weißt du? Und ich finde, die Icon-Künstler sind für mich derzeit interessanter als gestandene Deutschrapper, Bruder. Bruder, Wallah Billa. Wallah Billa, ja. Einfach auch Show, alles. Bruder, die sterben aus, Bruder, die Leute, ja. Geil. Die sind langweilig, Bruder. Die gehen, die müssen mit der Zeit gehen, die gehen aber mit der Zeit. Das ist so eine Sache. Ja, Bruder, das Ding ist, das ist ja auch die Episode 1. Wir haben uns auch so Gedanken gemacht, wie können wir so viel Bühne wie möglich für die Künstler. Die Jury hast du kaum wahrgenommen in der Episode 1. Warum? Weil das ist eigenes ein Format für die Künstler, nicht für die Jury, Bruder. Ja. Weißt du, und wir wollen so wenig wie möglich von der Jury zeigen, aber so viel wie möglich von den Künstlern. Ja. Weißt du, das ist das Ziel dahinter. Ja. So, und Bruder, ich finde, das, was wir dieses Jahr aufgestellt haben, Bruder, das wird einmalig die Folge bleiben. Schon, ne? Und Icon 5 wird das beste Icon, was jemals stattgefunden hat bisher. Ja, jemals. Jemals. Der war deep, mein Bruder. Ohne viel reden. Wallah Billa. Und ich will natürlich auch eure Meinung wissen, Freunde. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und was denkt ihr, gegen wen Barry gebettelt hat? Ja, ja. Schreibt das in die Kommentare. Wallah, ballert's rein, Leute. Wallah, ich will sehen, wie ihr spekuliert da in den Kommentaren. Folge Yassin auf Insta, er liegt heute Abend. Wenn er 3k Follower macht, er liegt. Ich lieg alles. Alles nur eine Frage des Geldes, mein Bro. Alles nur eine Frage des Geldes. Nächste Woche Sonntag erwarten euch wieder behindert. Was heißt wieder? Nochmal was ganz anderes. Ja, ganz anderes Level. Nochmal Level up.
Leute, schaltet auf jeden Fall ein, schaltet niemals aus. Oder checkt ab, Leute. Schaltet niemals aus. Solange noch die Villa-Folgen kommen, schaltet nicht aus. Oder Leute, seid aktiv. Aktiviert hier die Glocke, aktiviert bei Icon die Glocke. Checkt unsere Socials ab. Ihr wisst Bescheid. Wallah, zeigt Liebe. Weil eine Hand wäscht die andere. Amen. Unterstützt ihr uns. Sind wir stark genug, um weiter zu ballern. Deswegen, ich küsse alle eure Herzen, Leute. Wir küssen alle eure Herzen. Wir lieben euch, Wallah. Habibis, bleibt gesund. Weiter! Ciao, ciao, salam, bye!